Hallihallo, so, wir sind mal wieder da. Ja. Kurz vorweg, bevor wir mit dem eigentlichen Video beginnen, wir wollen uns noch mal bedanken, ne, Bezug nimmt auf unser letztes Video und die darauf folgende Reaktion, sowohl von euch als auch auf die Reaktion von Mr. Blindlife, der mit einem eigenen Video Dann auf uns reagiert hat. richtig. Ja, wir wollen auf jeden Fall versichern, wir nehmen uns seinen Vorschlag an und das Video mit der Y-Reaktion kommt auf jeden Fall. Ich würde fast sagen, wenn das Video hier rauskommt, Ja. in genau einer Woche. Eine Woche. Ja, Okay. also wenn das Video rauskommt, eine Woche später kommt das Y-Video raus. Gut, das versuchen wir ja zu managen. Ja. Ja, so viel dazu, ne? Heute sind wir wieder hier bei Unter die Lupe genommen. Ja, aber heute aus einem ganz, ganz, ganz anderen Grund. Das ist ja jetzt ein Kanal, mit dem wir längerfristig zusammenarbeiten wollen. Ja. Ja, da auch noch mal drauf Bezug genommen. Wir wollen den Kanal vor allen Dingen vorstellen. Und ja, euch schon mal einen kleinen Einblick gewähren. Ja, aber wir nehmen ihn halt auch etwas unter die Lupe. Gucken uns, glaube ich, auch ein Video mal ein bisschen an. Ja. Oder sagen wir hören uns das Video an. Ja, und jetzt erstmal, ne, herzlich willkommen zu. Blind Date. Nee, Blind Tube. Boah, jedes Mal. Egal. Blind Tube. Hier Blind Tube. Ja. YouTube. Nicht Fernseher. Ja. 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 Genau. Herr Wahl, it's your turn. My turn. Ja. Wieso my turn? Ja, also ich kann weder vom Laptop-Rücken noch von deinem Handy-Rücken ablesen, was in der Kanalbeschreibung steht. Du kannst aber erstmal den Namen nennen des Kanals oder wie heißt denn ihr? Fantastic Pastas. Ja, ich blende den mal kurz ein. Das ist diese Taste. Ja, das ist Fantastic Pastas. Der Kanal, dem wir uns heute widmen. Ja, Ja. wie gesagt, Thema sind kleinere Hörbücher. Hörspiele. ja, Hörbücher? Hörbücher, Hörbücher. Hörbücher. Ja, wie gesagt, da noch mal kurz zum Hintergrund. Wir streben mit Fantastic Pastas jetzt tatsächlich eine etwas längerfristige Kooperation an, weil wir auch die Hörbuchrezension im Repertoire haben. Ja. Ja. Und wir kamen halt ins Gespräch und ja, da haben wir dann halt beschlossen, daraus eine etwas längerfristige Kooperation zu machen. Genau. So, hier seht ihr jetzt schon, ich bin mal einen Schritt weiter gegangen, die Kanalinfo, die aber meiner Meinung nach nicht sehr lang ist. Ja. Muss ja auch nicht unbedingt. Nö, ich sag's nur. Die meisten Kanalinfos sind ja relativ lang. Egal. Da steht Folgendes: Autoren und Hörbuchsprecher verzaubern dich mit ihren Geschichten aus allen Bereichen der Fantastik. Unsere Sprecher Nadine Manns, Spike Soul, Claudia Gogolin und Stefan Barth lesen dir die Kurzgeschichten vieler Autoren vor und entführen dich in fremde Welten. Von Fabeln über High Fantasy bis hin zu Science Fiction ist alles dabei. Ja, da noch mal kurz. Ich habe ja mit Nadine Manns gesprochen. Und ja, sie scheint auch übrigens die Verantwortliche hinter diesem Projekt zu sein. Und
Ja, wir hatten eigentlich ein sehr nettes Gespräch und deswegen habe ich ihr das dann so angeboten, dass wir da auch mal in der Hörbuchrezension dann über ein paar deren Geschichten dann rezensieren oder Rezensionen verfassen. Okay. Als kleiner Nachtrag, die Abonnentenzahl beträgt 41 Abonnenten. Also da ist noch Luft nach oben. Ein bisschen, bisschen. Ja, also ne, wenn ihr das Video hier seht, dann fleißig auf deren Kanal mal abonnieren. Ich meine, bei uns schadet ein Abo auch nicht, ne? Ja. Dann verpasst ihr halt keine weiteren Reactions oder Hörbuchrezensionen oder NFL Gameplay-Analysen, Was sonst noch so dieses Jahr kommt. Whisky-Tastings oder was auch immer. Ja. Oder Interviews. Genau, Ja, so, Interviews, jetzt genau. haben wir unser ganzes Repertoire so mehr oder weniger aufgezählt. Ja. Gibt es denn jetzt noch was zu sagen? Erstmal nicht. Erstmal nicht. Wir schauen dann mal in die erste einfach rein. In die Kurzgeschichte. In die Kurzgeschichte, die wir uns da rausgesucht haben. Genau. Ist, glaube ich, einer der neueren auf diesem Kanal. Ja. Genau. Also, da schneiden wir ein bisschen was raus. So, also bitte. Nicole Steiner, Fantastic Pastas. Die schwarze Katze von Harald Müller. Da hast du diesmal aber nicht lange gebraucht. Ja, bevor wir jetzt in diese Geschichte einsteigen, übrigens der erste Teil davon ist das Intro. Also nicht, dass das jetzt, der erste Teil ist tatsächlich das Intro, was immer so aufgebaut ist, hab ich mal so nachgeschaut. Ach so. Ja, das wollte ich eigentlich nur kurz dazu sagen. Jetzt Gut. können wir auch dann. Weiter. Der Psychiater Stefan soll sich um eine besondere Patientin kümmern, die sich für eine schwarze Katze hält. Zuerst glaubt Stefan nicht daran, doch dann kommen ihm Zweifel. Ist das Mädchen wirklich eine Katze in Menschengestalt? Es war einmal, so fangen fast alle Märchen an, aber die Geschichte, die ich erzählen will, ist kein Märchen. Wenn man die Geschichte das erste Mal hört, könnte man glauben, dass es sich um ein Märchen oder eine zumindest fantasievolle Geschichte handelt. Aber es ist alles wahr, so wahr ich lebe. Es ist außerdem auch nicht meine eigene Geschichte. Diese Geschichte gehört ganz sich selbst und ihrer Hauptdarstellerin, der ich bis heute noch dankbar bin, dass ich ihr begegnen durfte. Der Regen fiel vom Himmel. Es war ein Sommerschauer. Regen war in dem heißen Sommer selten. Der Klimawandel war in aller Munde. Ich hetzte durch die Berliner Straßen. Viele Leute fragten mich, warum ich mir gerade Berlin als Wohnort gewählt habe. Meine Antwort ist immer die gleiche. Vor der Antwort, ja, das ist halt, so wie ich mitbekommen habe, halt auch durch die Unterhaltung mit Nadine Manns, ist es auch schon in Planung, besseres Audio-Equipment sich anzuschaffen. Weil, das hast du ja vielleicht gerade auch gehört, dass. Ja, da hätte ich sonst jetzt noch was zu gesagt. Also für das Audio der Geschichte können wir jetzt gerade leider nichts. Da sind wir nicht für verantwortlich. Aber wie gesagt, da ist es schon in Arbeit. Ne, wenn an unserem Audio was nicht stimmt, gerne immer in die Kommentare. Aber in dem Fall, ja. Ja, können wir da relativ wenig gegen machen. Aber wie gesagt, Nadine hat mir im Endeffekt gesagt, dass das schon in Arbeit ist. Und wie findest du die Sprecherin denn jetzt so mal? Wie finde ich die Sprecherin? Ja. Also so liest es ganz gut vor.
Nur die Stimmlage ist nicht meine. Ja gut, okay, das ist ja immer Ja, Geschmackssache. nee, nee, deshalb, also so die Stimmlage, die ist so ein bisschen. Also vielleicht kommt es jetzt auch, vielleicht kommt das jetzt durch das Audio auch nochmal, dass ich die so ein bisschen kratzig finde. Ja, also da gehe ich ganz stark von aus, dass es vom Audio herkommt. Wenn das Audio besser ist, hört sich das vielleicht, vielleicht wird es ja dann noch meine Lieblingssprecherin. Wir behalten das im Auge. Ja, das behalten wir auf jeden Fall im Auge. Aber lass uns doch noch mal ein Stück weiterhören, vielleicht. Ja. Finden Sie es selbst heraus. Berlin ist Berlin und ich liebe diese Stadt mit ihrem eigenen Charme. Hier wird das Unmögliche möglich. Glauben Sie mir, ich weiß, wovon ich rede. Ja, genau, solche Stellen meine ich, Ei, ei, wo es ei, ei, ei. etwas übersteuert. Das hat ein bisschen gepiept. Aber nun gut. Aber meine Güte, ich meine, schau dir, die sind ja noch wahrscheinlich relativ am Anfang, schau dir mal Videos von uns am Ja, Anfang an. nein, klar, keine Frage. Das Da ist waren wir audiotechnisch auch eher, ja, gut. ja. Aber jetzt sind wir ziemlich. Relativ gut ausgerüstet. Ja. Ja, gut. Ja, grundsätzlich kann man zu dem Kanal sagen, die sind relativ am Anfang. Und es ist halt noch nicht aller Tage Abend. Inwiefern meinst du das jetzt? Ja, also ich gehe davon aus, dass dadurch, dass die ja jetzt schon mehrere Aussagen dazu bekommen haben und auch selber gesagt haben, wir wollen uns da noch verbessern, dass da auf jeden Fall nicht nur Luft nach oben ist, sondern sie wollen sich auch Ja, verbessern. na klar, das ist ja jetzt auch von. Wir gucken uns gerade ein Video an. Wir reagieren ja explizit jetzt erstmal auf dieses Video vor allem Dingen. Bei den anderen Videos kann das ja alles ganz anders sein. Wie gesagt, das ist auch gar kein Vorwurf. Es fällt halt auf. Ja, und wie gesagt, es ist halt auch so, dass wenn man gerade, ne, wie du ja so schön sagtest, als wir am Anfang standen, also vor fast 3,5 Jahren, waren wir ja auch audiotechnisch und kameratechnisch noch lange nicht so ausgestattet wie heute. Nee, das hat sehr viel Zeit, Entwicklung und Geld gekostet. Ja. Vor allen Dingen Geld. Ja. Zeit weniger, aber Geld. Ja, vor allem, ja, ich meine, die werden da wahrscheinlich noch ein paar mehr Ausgaben in der Richtung haben, weil die ja rund aufs Audio sich da ja fixieren. Ja, stimmt, stimmt. Man könnte da natürlich auch noch ein bisschen Spielereien machen mit Video, ne? Naja, klar kann man machen. Aber da ja jetzt tatsächlich Ich das. meine, be besser geht's immer. Überall. Also, vor allem, und dann sind da ja noch diese Geschmackssachen. Ne, der eine mag das eher, der andere mag das eher. Ne, zum Beispiel, ich meine jetzt bei Hörbüchern nicht oder so. Ja gut. Aber bei Musik ist zum Beispiel, der eine mag mehr Bass, der andere weniger. Ja gut, Und. aber jetzt muss man hier halt ganz klar sagen, eins eint jeden Abonnenten mit dem nächsten Abonnenten die Fantastic. Die steht ja in jeder Geschichte im Vordergrund. Und das sollte ja jeder der Abonnenten zumindest mögen. Ja. Jetzt kann man sich über die Audioqualität natürlich streiten. Kann man gut finden, kann man aber auch nicht gut finden. Aber dass es alles Fantasy-Geschichten sind, da kommt keiner dran vorbei. Ich meine, es gibt ja auch so Fetischisten, also das ist gar nicht böse gemeint. Nein, es Fetischisten. gibt so viele Fetischisten, die ja auch auf diesen alten Ton, also das hört sich ja so ein bisschen wie so ein alter Kassettenton an. Ja, Es gibt Alter. Leute, die stehen auf so einen Ton. Ja, gut, das Die sind dann stimmt. Das nostalgiert, also. stimmt. Das ist auch wieder richtig. Ja, tatsächlich. Ne, also da sind die Geschmäcker ganz zufrieden, ganz zufrieden. Ja, Ganz zufrieden zufrieden. hoffentlich auch, aber vor allem ganz verschieden. Ganz verschieden sind die Geschmäcker. Ja.
Finde ich auf jeden Fall interessant. Werde ich auch mal näher im Auge behalten. Ich kannte den Kanal ja jetzt noch nicht. Den hast du ja an Land gezogen. Ja, also wie gesagt, wir machen da ja auch die eine oder andere Hörbuchrezension sicherlich noch drüber. Ja, Und bestimmt. Vielleicht kann man ja auch mal mit dem einen oder anderen Sprecher persönlich reden, aber das sind alles noch Pläne, die in den Sternen stehen. ja, also wie gesagt, wir haben da, ich habe da vielleicht mal einen sehr guten Riecher für gehabt. Weil das kann eine Kooperation sein, die uns wahrscheinlich noch, wenn es gut läuft, jahrelang begleiten könnte. Ja, schauen wir mal. Also ich habe sowieso das Gefühl, 2020 wird irgendwie groß. Ja, Ja, warten wir mal ab. gut. Schauen wir mal. Und ja, gibt es eigentlich jetzt noch viel zu sagen? Eigentlich nicht jetzt. Also, Ja. das Größte ist eigentlich gesagt. Ja. Deswegen schaut einfach mal in die Geschichten rein, würde ich sagen. Und wir, wie gesagt, machen da auf jeden Fall die eine oder andere Hörbuchrezension noch draus. Und Ihr könnt ja auch dann selber jetzt mal auf den Kanal gehen, fleißig abonnieren, Kommentare da lassen, ne, Daumen hoch, runter, wie auch immer. Und dann vielleicht, wenn euch das ein oder andere Hörbuch oder die ein oder andere, die haben ja auch, hast du gesagt, ich komme jetzt nicht auf Demos, Hörproben. Hörproben, genau, die ein oder andere Hörprobe da. Dann lasst doch hier unten unter unserem Video mal, wenn ihr wollt, dass wir uns rezensionsmäßig um ein bestimmtes Video kümmern, lasst doch einfach mal einen Tipp da. Apropos, die liegen übrigens zwischen ungefähr zwischen 2 Minuten immer und 45. Okay. Hab ich mir so in dem Gespräch sagen lassen. Mhm. Also für etwas längere Autofahrten, so bis zu einer Dreiviertelstunde, kann man da sich gut mal was ja, anhören. Ja. Gut. Das war für die das das war's für dieses Mal. Ja. Ich versuche mal Sprechtraining zu machen oder. Nein, du musst wieder den Korken in den Mund nehmen. Ah, den Hast du muss ich. den denn noch in der Hosentasche? Ich muss mal gucken, ob ich den noch. Ne, ich glaube, den habe ich letztens entsorgt. Ach, schade. Ja, egal. Ja, auf jeden Fall wünschen wir euch viel Spaß mit dem Kanal und ja, man sieht sich beim nächsten Video. Genau. Auf Wiedersehen.